meine. Ich stand vor dir, du Idiot. Na los, jetzt geh schon, ich bete. Ich bin praktisch genauso schnell wie er. So, dann folgen wir ihm doch mal zu einer, in eine ruhige Ecke. Aha, in eine Dunklasse. Und dann verprügeln wir ihn. Aber richtig. Alter, das Untertauchen, das, da ist man so langsam, ne? Gut, jetzt weiß ich es besser, dass man warten muss. Ich warte mal. Ah, okay, der geht von sich aus schon in so eine dunkle Gasse hier. Als würde er es wollen, ne? Was macht der denn hier? Ich stelle mich da einfach hin. Bam! Ey. Ja, gib auf. Dann spricht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Ist so. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Tja. Al-Mualem wird richten. Genau. Zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur... Und auf dem Tisch sieht man schon, dass die Belohnung für unsere Mission, wir kriegen die versteckte Klinge. Den Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Alter, einmal quer durch den Körper, nicht schlecht. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Und wir haben einen DNA-Synchronisation, also einen Lebenspunkt dazugewonnen. Klinge haben wir auch, die versteckte. Jetzt haben wir Schwert und Klinge. Sie können im Hof trainieren. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Schaden kann's nicht.
Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht könnt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, klar. So. Ja. Ja, gut. Den können wir jetzt ja nicht killen hier. Ne? Deswegen beende ich das einfach mal. Das war jetzt nur ganz kurz, wie man praktisch zuschlägt und so nochmal. Um das nochmal zu lernen. Genau. Kann man immer hingehen und irgendwas lernen. Nachher auch Konter und alles. Kann man üben. Haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. So. Den Abschnitt hier haben wir erledigt. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zum Zielpunkt hin. Er scheint sehr in Eile. Oder sprinte da mehr oder weniger hin. Und dann werde ich auch nochmal die Aufnahme beenden. Nochmal ein kleines Päuschen einlegen, vielleicht schon mal die erste Folge fertig rendern. Mal sehen, was ich unternehme. Ja, ich weiß, wie man sprintet. Ich verletze niemanden. Ah, wie die das alle sagen. Ich bin Pro. Kein Ding. So. Genau, schnell reiten und galoppieren. 300 Meter sind das in etwa noch. Mit dem Pferd kann man auch so ziemlich alles umrennen einfach. Umreiten. Ja, ich denke, ich werde jetzt eben noch da bis zum nächsten Zielpunkt reiten. Oder mal ganz kurz auf die Map gucken. Karte. Die haben wir jetzt hier nämlich. Zum Königreich, genau. Dahin geht's jetzt. Eben noch und ja. Dann wird die Folge beendet, oder wird die Aufnahme beendet, die Folge wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich sind das zwei oder sogar drei Folgen. Alles klar, wir sind jetzt beim Königreich, das zeige ich gleich nochmal kurz auf der Map. Töten Sie einige Ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Ich finde die Stimme irgendwie so geil, so computerverzerrt so ein bisschen. Und die Ladezeiten sind richtig angenehm. Karte. Genau. Das machen wir das nächste Mal. Da kommt dann der Aussichtspunkt. Ja. So viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind das letzte Mal an dieser Stelle stehen geblieben. Und das war gerade ein guter Blick auf unser nächstes Ziel, nämlich der Turm da vorne. Was man da machen kann, werdet ihr gleich sehen, wenn ihr das noch nicht kennt. Wenn ihr es kennt, dann ist es natürlich nichts Neues für euch. Frame-Einbrüche gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack hier. Jetzt muss ich nur den richtigen Ort hier finden. Hier ist auch schlecht, aber hier... Zack, wir klettern jetzt den Turm hier hoch. Denn, wie man links sieht, ist es ein Aussichtspunkt. Und die sind ganz nützlich bei Assassin's Creed. Oder teilweise sogar notwendig. Denn man kann E drücken, um zu synchronisieren und die Karte aufzudecken. Was ich wesentlich besser finde, denn so hat man, genau, 1 von 12 Aussichtspunkten haben wir hier gefunden. Was ich ganz gut finde, denn somit hat man nicht von Anfang an gleich die ganze Map, sondern muss sie erst freischalten nach und nach. So.
Wir haben jetzt einen Teil der Karte aufgedeckt, wie man hier sieht. Wir müssen nach Damaskus. Und ich würde sagen, unser nächstes Ziel ist mal der Aussichtspunkt da. Wovor flieht er nur? Damit wir mehr von der Karte aufdecken können. Ich werde hier natürlich alle Aussichtspunkte aufsuchen. Allerdings hat das alles noch ein bisschen Zeit. Das muss man nicht sofort machen. Ah, okay, mit Tabulator kann man direkt die Karte aufrufen. Da können wir noch gar nicht hin. Sehe ich gerade. Ach komm. Spacken. Bam, übergeritten. Übergeritten, auch nicht schlecht. So, kurz verstecken hier. Hm, okay, da kann ich also noch nicht hin. Das heißt, das ist mein nächstes Ziel. Ich habe besseres zu tun. Hallo? Ey, geht doch. Ganz unauffällig reiten. Ich hol mir deinen Kopf. Bleib stehen. Alleine wie er sofort wieder aggressiv hier wird. Scheiß Spacken, komm her. Zack. So, Pissnake, ey. Was versucht er auch mich anzugreifen? Muss doch tödlich für ihn enden. So. Ich würde sagen, wir suchen mal den nächsten Punkt auf. Der ist hier ein Stück. Alter, von wem werde ich da denn bitte beobachtet? So, Zeit fürs Absitzen. An sich könnte ich den auch umbringen, ne? So, habe ich das Problem gar nicht erst. Oh, was haben wir hier? Eine König Richard Flagge eingesammelt. Es gibt natürlich sammelbare Sachen. Wie zum Beispiel die Federn. Nein, das war im zweiten Teil, verdammt. Hier sind es auf jeden Fall die Flaggen und was es sonst noch gibt, weiß ich gar nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her bei mir. Was ich weiß, ist, dass wir jetzt hier oben sind und nochmal synchronisieren, damit wir wieder mehr von der Karte freischalten. So. 2 von 12. Achso, der Spacken da. Na gut. Ach ja, und wenn man optionale Ziele macht, kriegt man so einen Lebensbalken dazu. Klinge habe ich noch. So. Hier vorne ist auch noch einer, oder? Ja. Ich bin ganz unschuldig. So. Jetzt habe ich hier meine Ruhe. Das heißt jetzt nochmal, das Pferd uns hier... Dass wir uns hier nochmal ein Pferd schnappen. Wow. Ja, klar, dass das da Panik schiebt. Und nochmal kurz auf die Map gucken. Ja. Ob ich dahin komme, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall komme ich dahin. Auf dem Weg, dran vorbei. Das heißt, das markiere ich jetzt einfach mal als nächstes Ziel. Und reite drauf los. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier gerade richtig bin. Ach komm, ihr wollt es mit dem Pferd aufnehmen, ihr Spacken. Was haben die denn? Was mich immer wieder überrascht hat, ist, dass alle Bescheid wussten. Wenn mich einer irgendwie entdeckt hat oder so, wussten gleich alle Bescheid. Oh, okay, die verfolgen mich nicht. Da war ich wahrscheinlich zu schnell oder so. Was haben wir denn hier? Damaskus, in die Richtung. Na dann. Schnappen wir uns hier nochmal die Flagge. Oder Fahne.